Willkommen im Paradies. Willkommen auf den Togiens. Wenn ihr gerade wüsstet, was wir sehen hier. Ja, wir drehen die Kamera gleich um, aber ja, vorher noch ein bisschen reden. Schon? Ein paar Palmen spiegeln, glaube ich schon. Ne? Okay, egal. Das ist eine Inselgruppe hier auf Sulawesi, die ein Paradies ist, wo wir gerade sind. Und was es auch zum Paradies macht, ist nicht nur, dass es so schön aussieht und so paradiesisch halt ist überall und man hier schnorcheln und tauchen kann und alles Mögliche, sondern dass hier auch kein Internet ist, kein Empfang, kein Netz. Ja. Es gibt hier, wenn man Glück hat, gibt es hier so ein paar Punkte, da hat man Netz, aber da muss man irgendwie 5 Minuten mit dem Boot rausfahren und wenn man Glück hat und den Arm ausstreckt, hat man Netz oder man läuft auf dem Hügel, aber eigentlich ist hier kein Netz. Strom halt aus dem Generator, nur abends. Und wir sind jetzt nicht gestern angekommen, der letzte Vlog hat ja aufgehört, wie wir angekommen sind und seitdem sind bereits drei volle Tage vergangen, weil wir echt nichts gemacht haben. Keine Fotos sogar gemacht, nicht mal mit der GoPro hier vorne rausgegangen, wo ein Schnorchelparadies ist. Also vielleicht mal kurz, was euch gleich erwartet. Das hier, das ist ein Bungalow, der ist direkt am Strand. Vor uns ist eine Reihe Palmen, davor ist ein weißer Sandstrand, dann kommt türkises Wasser, wo man einfach so reingehen kann, man kann schwimmen und wenn man dann nach 5 Metern den Kopf runtersteckt, ist alles voller bunter Fische und wenn man Glück hat, sogar mit einem Hai. Stellt euch schon mal vor, was gleich kommt. Ja, jetzt haben wir uns halt überlegt, weil wir die Tage jetzt auch nicht gevloggt haben, weil wir echt nichts gemacht hatten und eigentlich immer die gleiche Routine hatten von morgens 7 Uhr an, dass dieser Vlog eigentlich jetzt mal zeigt, wie unsere Routine im Paradies aussah. Unser Inselleben. Spot an. Nee, Film ab. Frühstück jetzt. Nee, erstmal aufstehen. Frühstück, wie es hier aussieht, das nach dem Kaffee. Und jetzt zeigen wir euch, wo wir hier sind. Willkommen im Paradies. Zeit für Mittag. Ja, ihr merkt, unser Bewegungsradius ist nicht sonderlich groß in den Tag gewesen. Aber wir bewegen uns. Falls ihr euch übrigens fragt, wie man hier überhaupt eine Unterkunft buchen kann, wenn die hier kein Internet und kein Empfang und gar nichts dergleichen haben. Ja, die meisten Unterkünfte, also eigentlich fast alle, haben eine Website und wenn man da auf Kontakt klickt, dann kann man denen entweder eine E-Mail schreiben oder auch eine WhatsApp-Nummer ist da angegeben, wo man dann hinschreiben kann und reservieren kann.
Und diese Nachricht geht dann an einen Mann oder jemanden, der halt auf dem Festland ist. Und der kümmert sich dann um die Reservierungen, um die Unterkünfte. Unser Typ zum Beispiel, den wir angeschrieben haben, der hat sich auch um mehrere Unterkünfte gekümmert, hat dann gefragt, ja, wo wollt ihr hin? Dann trage ich das ein. Und dann druckt er diesen Zettel aus, gibt den mit auf die Fähre jemandem. Und die Fähre, wenn die hier ankommt, holt es halt jemand von der Unterkunft ab. Und dann haben die halt irgendwie zweimal die Woche, glaube ich, hat er gesagt, so einen Zettel in der Hand, wo halt draufsteht, ja, wer wann kommt und gebucht hat. Ja, so funktioniert es dann halt hier. Wir hatten jetzt Glück, wir sind in der Nebensaison, da mussten wir jetzt nicht so krass im Voraus buchen, aber in der Hauptsaison sollte man bis zu 3 Monate ungefähr im Voraus buchen, haben die uns hier gesagt. Ja, vor allen Dingen, weil die Unterkünfte teilweise echt irgendwie nur so 5 bis 10 Bungalows haben und die sind halt schnell mal belegt. Ja, und übrigens, also wenn wir hier, vor uns ist ja hier schön Ozean, Palmen und alles und hier neben uns, da beginnt direkt der Dschungel. Also hier sind jetzt auch keine Straßen, keine Wege oder sonst wie, da ist einfach direkt Dschungel. Hinter uns ist auch Dschungel. Ja, und deswegen gibt es ja auch keine Cafés, Restaurants, Bars und Krimskrams. Das gibt es hier alles gar nicht. Hier sind halt die Buchten, wo dann die Unterkünfte sind. Es gibt ein paar Dörfer, die hier sind. Aber jetzt nichts, wo man hingehen kann in den Supermarkt und sich selber irgendwie was zu essen kochen kann oder so. Und deswegen sind in den Unterkünften immer Frühstück, Mittagessen und Abendessen mit drin im Preis. Und deswegen haben wir uns die letzten Tage von hier nach da bewegt. Und sonst nirgendwo. Aber das 3-mal am Tag. Ja. Und wenn wir noch einen Kaffee wollten, dann sind wir nochmal extra gelaufen. Ich hatte die letzten Tage, das war einfach zack. Ja. Also sind ich kann nicht schnippen. Kannst du kurz schnippen für mich in dem Moment? Warte, und die letzten Tage sind einfach zack umgegangen. Jetzt haltet euch fest, das war der letzte volle Tag hier. Auf der verraten wir noch nicht, okay? Ja, und jetzt ist gleich auch schon wieder Essenszeit. Dann gehen wir da hinten wieder rüber. Da ist wieder Zeit für Bewegung. Ja, und so sahen dann unsere Tage aus. Von morgens bis abends und das ganzen letzten 4 Tage, ne? Boah, es ist einfach nur ein Traum gewesen. Ja. Ja, jetzt geht gleich auch hier vorne die Sonne unter. Das war's jetzt von der Insel, aber morgen geht's auf die nächste Insel. Dafür werden wir uns ein Boot mieten, wenn das alles noch so klappt. Das müssen wir gleich noch klären. Das heißt, wir haben einen Tag lang haben wir ein Boot, mit dem wir hin und her fahren können. Also mit einem Fahrer, der uns dahin bringt. Ja, ich würde sagen, wir fahren nicht. Jetzt machen wir die Outro-Time, bevor die Sonne ganz fix untergeht, weil das geht sau schnell hier. Lenny macht die Outro-Time nochmal heute. Stimmt. Also wir sagen dann jetzt hier Tschüss und bis morgen auf dem Boot. Ja, wir gehen jetzt noch ein bisschen chillen, ne? Essen ist erst um 7, bis 5:30. Ciao. Ciao, ciao. Lenny, ab dafür. Stopp, stopp, stopp. Wir haben euch noch gar nicht gezeigt, wie unser Bungalow von innen aussieht. So, da hinten ist das Klo. Hier Betten. Eins ist einfach nur Klamottenbett. Achso, Fensterfront. Lenny, jetzt kannst du weitermachen.